Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil, welches Sternzeichen passt zum Löwen und welches nicht. Wir beginnen also heute mit der Waage. Da der Löwe bewundert werden will, muss das Sternzeichen Waage dazu in der Lage sein, dieses zu tun, ihn bewundern. Wenn das der Waage gelingt, dann stehen die Zeichen gut für eine leidenschaftliche Liebe. Dann werden sie ein hervorragendes Leben haben und können eine glückliche Ehe führen. Und wie kommt der Löwe mit dem Skorpion zurecht? Da sprühen die Funken, wie bei einem Feuerwerk. Und das vor allem im Schlafzimmer. Damit gleichen sie so manchen Schwierigkeiten aus. Doch Achtung, der Skorpion ist von Haus aus sehr eifersüchtig. So passiert es häufig, dass er in seiner Eifersucht und im Zorn den König Löwe beleidigt und verletzt. Der Versuch vom Skorpion, den Löwen zu besitzen, führt zu ständigen Streitigkeiten. Und da haben sich zwei Partner gefunden, die sich beide besitzen wollen. Also, von dieser Ehe sollte man absehen. Und wie sieht es zwischen dem Löwe und dem Schützen aus? Beide lieben das Abenteuer. Und im Schlafzimmer herrscht eine gleichsame Leidenschaft. Gern und oft. Der Schütze beflügelt den Löwen zu gewissenhafter Treue, da sie in ihrer Gemeinsamkeit ihren Spaß und Freude genießen können, steht ihnen eine gute Ehe bevor. Kommen wir zum Löwe und dem Steinbock. Tatsächlich schafft es der Steinbock, dem Löwen Zügel anzulegen. Beide Sternzeichen sind aber grundsätzlich total verschieden. Der Steinbock ist nicht so romantisch wie der Löwe, dafür ist er aber sehr anspruchsvoll. Der Steinbock hat für eine Liebelei nichts übrig. Und so kann der Löwe ihn trotz seiner Extravaganz nicht erobern. Man kann sagen, Freundschaft ja, Ehe nein. Löwe und Wassermann. Der Wassermann entzündet individuell die Leidenschaft im Löwen, der das sehr liebt und aufregend findet. Doch das ständige Analysieren vom Wassermann nervt und ärgert den Löwen sehr. Er fühlt sich irritiert und das erschüttert seine Überlegenheit. Das ist beim Löwen, dem König, nicht möglich. Eine flüchtige Affäre ist zwischen beiden Sternzeichen möglich, aber keine glückliche Ehe. Und nun das letzte Sternzeichen, Fisch, zum Löwe. Dem Fisch geht das überschwängliche Getue des Löwen gewaltig gegen den Strich. Sexuelle Wünsche hat der Löwe zum Fischgeborenen nicht und will auch dessen Wünsche nicht ergründen. Beide nehmen lieber, als dass sie geben. Die anfängliche Verliebtheit ist schnell verpufft. Das Sternzeichen Fisch ist schwach und der fehlende Ehrgeiz stört den Löwen. Auch stört ihn dessen ständige Schmollerei. Sehr schnell kommt es zur Trennung. Ja, meine Lieben, das war das Thema, welches Sternzeichen zum Löwengeborenen passt und welchem eine Partnerschaft möglich ist und welche eben nicht. Ich wünsche euch von Herzen eine wundervolle, wunderbare Partnerschaft und eine glückliche Ehe. Herzlichst, eure Deria.